Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen und ich bin mal wieder bei War of Rights und nicht nur in diesem Spiel, sondern bei den German Volunteers. Ich habe selber mal nachgeguckt, vor 2 Jahren war ich das letzte Mal zu Besuch und auch damals habe ich mit diesem guten Mann hier gesprochen, mit Captain Paul Frank. Sei gegrüßt. Einen schönen guten Tag. Ja, ich freue mich sehr, dass ich wieder bei euch sein kann. Euch gibt es noch und das Spiel gibt es noch und wenn ich rechts oben schaue, sehe ich, da steht immer noch Alpha, aber das heißt ja nichts, oder? Nein, das heißt nichts. Das Spiel ist noch immer in fleißiger Entwicklung. Es kommen immer noch fleißig neue Features dazu. Und das, als du uns das letzte Mal verlassen hast, war das große Thema, wann kommt das Spiel raus? Ja, eine Woche später, einen Monat später, wurden wir alle überrascht. Seitdem ist es auf Steam. Ah ja, alles klar. Aber auf Steam und sozusagen für jeden, genau, das ist jetzt auch eine Info, vielleicht, die wir nochmal weitergeben können, für jeden sozusagen auch dort wunderbar zu kaufen in einer Alpha-Version. Wie gut die funktioniert, darüber sprechen wir gleich. Wie teuer ist es eigentlich auf Steam? 29,99, ja, 30 Euro. Okay, das sind jetzt schon mal die harten Fakten. Jetzt aber für diejenigen, die das Spiel gar nicht kennen, was das eigentlich ist, ich versuche es mal zusammenzufassen. Man könnte ja sagen, das ist so eine Art Shooter, aber eigentlich ist das ein falscher Ausdruck. Ich bezeichne es inzwischen als Reenactment-Simulator. Kommt das so ungefähr ran? Also Reenactment-Simulator in der Zeit des amerikanischen Bürgerkrieges. Ja, auf jeden Fall. Das kann man allein schon in den vielen Reenactment-Einheiten sehen, die ja wegen der Umständen, globalen Umständen, danke an Corona hier, mittlerweile tatsächlich dieses Spiel jetzt aufsuchen. Ah, also ja. Als Ersatz statt für ihre Reenactment-Treffen. Interessant. Das ist spannend. Das heißt also nur für die das jetzt noch nicht kennen, es ist kein Singleplayer-Shooter, es gibt keine Kampagne oder sowas, sondern es ist ein reiner Multiplayer-Shooter, wo man sich auf Servern trifft und auf verschiedenen Karten Bürgerkriegsthema Gefechte gegeneinander ausübt. Ne? Absolut. Okay. Wollen wir einen kleinen Spaziergang machen? Ja, auf jeden Fall. Wir sind jetzt hier im Drill Camp. Im Hintergrund hören wir schon irgendwelche Schüsse, da kommen wir hin. Geh mal irgendwie voran, ich folge dir. Ja, auf jeden Fall. Okay. Ja, wir kommen hier also in einem der zwei Camps jetzt hier auf der Karte. Wie du es ja schon beschrieben hast, es ist wieder mal das Drill Camp. Ein Server, auf dem die Einheiten ganz in Ruhe trainieren können, Zielscheiben haben, um das Zielen zu üben, etc. Wir werden keine feindlichen Kontakte sind hier zu erwarten. Genau, für alle, die natürlich jetzt irgendwann auch die Action sehen wollen, keine Angst, das kommt auch noch. In diesem Video werden wir aber erstmal über War of Rights sprechen und über eure Einheit. Dann wird es weitere Videos geben, wo ich dann auch im Gefecht bin und wir das ein bisschen uns anschauen können. Jetzt ist aber natürlich die spannende Frage, 2 Jahre seitdem ich ungefähr bei euch gewesen bin, was hat sich denn in War of Rights verändert in dieser Zeit? Ja, wie vorhin schon angesprochen, die größte Änderung definitiv der Steam Early Access, der natürlich für sehr, sehr viele neue Mitglieder gesorgt hat. Das ganze Spiel ist jetzt ein bisschen mehr dann auch nach draußen gekommen. Ist sehr gewachsen. Es kam dann auch in dieser Zwischenzeit eine weitere Map mit South Mountain raus. Das heißt, ja, auch wieder mehr Abwechslung bei den Karten. Einige Fixes, Erweiterungen von verschiedensten Systemen, ein bisschen Grafik-Updates an einigen Stellen und seit 3 Monaten, man hört es schon im Hintergrund grollen, die spielergesteuerte Artillerie definitiv das größte Feature, was neu dazugekommen ist seit dem Early Access. Genau, ich kann mich erinnern, vor 2 Jahren im Gefecht gab es so eine Off-Map-Artillerie, die quasi einfach so per Zufall dann eingeschlagen hat und da konnte man auch richtig Pech haben. Ich glaube, mich hat es auch mehrfach erwischt in den Gefechten. Das ist jetzt, funktioniert jetzt nicht mehr so. Nein, die ist jetzt komplett draußen. Es gibt jetzt nur noch diese spielergesteuerte Artillerie, die auch nur auf Karten verfügbar ist, wo tatsächlich Artillerie im Einsatz war, also an ihren historischen Positionen. Und das, sagen wir mal, die Frequenz der Artillerie hat etwas abgenommen, aber dafür halt natürlich die Präzision bei weitem zugenommen. Davor war das ja nur so ein Zufallsereignis, dass irgendwo das Geschütz einschlug. Ja. Jetzt ist es ja gezielt von den Spielern auf einen drauf, was gerade als Infanterist sehr, sehr tödlich sein kann. Und das heißt also,
Also was bedeutet das für euch? Ihr habt quasi jetzt eine eigene Artillerieeinheit oder mehrere? Wie kann ich mir das vorstellen? Ja, davor bestanden wir aus 4 Infanteriekompanien. Mittlerweile ist jetzt dann jeder auch dazu übergegangen, weil das Interesse natürlich sehr groß ist an diesem Feature. Hat jeder auch seine eigene kleine Artillerieanhang Ja. gegründet. Und jetzt sind wir hier im Prinzip im Training der Infanterie, während wir im Hintergrund, da gehen wir nachher gleich noch vorbei, die Artillerie trainieren hören. Ah, sehr schön. Okay, ja, lass uns am besten gleich mal dahin gehen, damit man ein bisschen was sieht, wie das aussieht. Vielleicht kannst du schon mal, ja, ich sag mal so ein bisschen strategisch oder vielleicht doch, naja, ich glaube taktisch dann doch eher, weil es ja in den Gefechten selbst stattfindet. Wie verändert das denn die Gefechte mit der Artillerie? Wie kann ich mir das vorstellen? Jetzt mal rein theoretisch gesprochen. Also auf jeden Fall hat es das, ja, das sogenannte Metagame definitiv verändert. Es gab davor Karten, die doch sehr statisch waren. Man hat sich hinter die Deckung gestellt und so lange geschossen. Das kann man sich jetzt als Infanterist gar nicht mehr leisten. Mit 2, 3 Schüssen hat sich meist ein Geschütz auf einen eingeschossen. Und ja, dann muss man das auch mit einem sehr hohen Blutzoll dann bezahlen, dafür, dass man sich nicht bewegt hat. Also es ist dynamischer geworden auf einigen Karten. Es ist aber allerdings aber auch auf manchen Karten einfacher geworden für den Angreifer. Ich sehe Das gerade ganze hier so ein, Balancing hat sich dadurch sehr verändert. entschuldige, dass ich dich unterbreche. Ich habe hier gerade so ein Schießscheibensymbol gesehen mit 2 Einschusslöchern. Was hat es damit auf Genau. sich? Du siehst, wenn du Richtung West, so weiße Ja. Flecken in der Landschaft. Ja. Das sind Zielscheiben, darauf schießt die Artillerie und unsere Infanteristen links von uns haben diese wohl jetzt gerade zufällig getroffen. Ach so. Und dann bekommen sie ein Feedback, wie weit waren sie entfernt zu diesem Ziel und wo haben sie getroffen auf der Zielscheibe. Also das ist das, was ich vorhin erwähnt habe. Dieses Drillcamp ist wirklich dazu da, um die Schießfähigkeiten auch zu verbessern. Ah, okay. Und warum wurde mir das jetzt angezeigt? Also, wer hat da jetzt geschossen? Also jetzt. Ich habe jetzt nicht genau darauf geachtet, wer getroffen hat, aber das wird allen, oder wenn jemand trifft, wird das in einem größeren Umkreis einfach angezeigt, Ah, ich verstehe. dass Okay. man halt natürlich dann auch nebendran stehen kann und sagen kann, hey, Herr XY, das war jetzt ein wirklich guter Schuss. Ah, verstehe. Alles klar. Das heißt, alle Teammitglieder sehen, wer dann die Treffer macht. Und dementsprechend auch, Genau. wer nicht die Treffer macht. Genau, was dann auch für das entsprechende Lob oder den entsprechenden Spott sorgt. Ah, sehr schön, sehr cool. Okay, ich hatte dich unterbrochen, wir können ruhig weitergehen. Thema Strategie. Das heißt, die Gefechte werden dynamischer, Stellungswechsel sind mehr nötig. Ich bin da richtig gespannt nachher auf das Gefecht, weil ich kann es mir immer noch nicht so richtig vorstellen. Ich stelle mir vor, Artillerie ist doch relativ statisch, die haben da irgendwie eine Position. Können die dann die ganze Karte übersehen? Drehen die dann einfach nur? Wie ist Es kommt das? auf die Karten drauf an. Die Karten, die wir heute spielen, da hat die Artillerie gerade auf konföderierter Seite eine sehr, sehr gute Position und hat das Gefechtsfeld sehr gut im Blick. Es gibt aber auch Karten, da ist sie nicht so effektiv, weil sie halt schlechter positioniert ist, nicht so gut wirken kann. Insgesamt hat jetzt einfach die Artillerie das Balancing auf eigentlich allen Karten verändert. Karten, die vorher eher Pro und Ion waren, sind jetzt vielleicht eher Pre-CSA und andersherum, je nachdem einfach, ob dort Artillerie zur Verfügung steht und wie gut man sie einfach ins ganze Gefecht mit einbinden kann. Ja, ich weiß gar nicht, hast du das vorhin gesagt, ist auf jeder Karte Artillerie möglich oder gibt es sozusagen spezielle Artilleriekarten? Nein, es ist nicht auf jeder Karte Artillerie vorhanden. Wie gesagt, es orientiert sich an der historischen Situation, ob dort Artillerie im Einsatz war oder in der Nähe war. Okay. Es gibt Karten, da haben beide Seiten Zugang zur Artillerie. Beide Karten, die wir heute spielen, sind oder besitzen auf beiden Seiten Artillerie. Es gibt aber auch Karten, da besitzt keiner ein Geschütz, aber es gibt auch Karten, wo dann einfach nur eine Seite sie besitzt. Das macht das Ganze eben sehr spannend, weil jetzt auch darunter Karten sind, wo jetzt eine Seite diese Geschütze erhalten hat und dadurch das Balancing sehr, sehr verändert hat. Okay. Und Was durchaus auch positiv ist. wie viel Kanonen hat dann so eine Einheit bei euch? Ist das Es kommt da auch flexibel? wieder Ja. drauf an, wie viele Geschütze auf der Karte vorhanden sind. Ah, okay. Das reicht von 2 bis zu 15 Geschützen pro Karte. Dann ein bisschen abhängig.
Für die einzelnen Einheiten, ich glaube, ich kann für die ganze TGV sprechen. Die meisten haben sich darauf eingestellt, ein bis zwei Geschütze zu trainieren und aufzustellen. Okay, alles klar. Und jetzt nähern wir uns dem Übungsfeld für die Geschütze, nicht wahr? Genau, da hinten steht schon die Mannschaft und die hören wir ja auch schon die ganze Zeit fleißig im Hintergrund. Das sieht ja auch wirklich schon beeindruckend aus. Okay, und jetzt kannst du mir mal zeigen, wie man so ein Ding bedient. Ja, sehr gerne. Kann man das alleine machen oder man braucht ein Team wahrscheinlich, ne? Damit das Ganze überhaupt effektiv funktioniert, braucht man definitiv eine Crew. Deswegen sind wir auch hier schon vier Mann. Es gibt viele verschiedene Aufgaben und diese wollen wir uns dann jetzt mal am besten anschauen. Ja, leg los. Corporal Richter. Ja, Captain. Ich würde mir dann Ihr Geschütz einmal kurz ausleihen, um das dem Herrn Steinballen zu demonstrieren, wie die Artillerie in Warflights funktioniert. Hallo, erstmal zusammen. Ich hoffe, ich bin zu hören. Ja, sind Sie. Sehr schön. Abblasen. Ist Ihres. Wunderbar. Dann würde ich Sie bitten, mal kurz zur Seite zu treten, sobald wir Sie benötigen. Die einzelnen Herrschaften kommt da einfach entsprechend dazu und führt den Prozess dann weiter aus. Mannschaft, einmal antreten. So, wenn ich das gerade richtig gesehen habe, haben die Herrschaften gerade einmal das Geschütz schon geladen. Würde ich sagen, entladen wir das erstmal und dann darfst du Sie einmal auch. den Prozess Bitte. komplett durchlaufen, Einmal kurz. zusammen mit der ganzen Einmal hier. Mannschaft, damit du auch siehst, wie sich das mit anderen Einheiten, mit anderen Personen dann gemeinsam abläuft. Ja, okay. Also darfst du jetzt einmal hier auf die linke Seite kommen und an das Geschütz herantreten. Und dann solltest du schon einen Schriftzug über dem Zündloch schweben sehen. Prime kennen sehe ich. Genau, da darfst du jetzt einmal die F-Taste drücken. Ja. Und jetzt setzt du den Primer rein. Das ist ein kleines Metallröhrchen mit Zündmittel drin. Und sobald du dann an der Leine ziehen wirst, entzündet sich das, was wiederum das Schwarzpulver im Rohr entzündet. Ach, die Leine habe ich jetzt quasi schon in der Hand. Dadurch, ah, alles klar. Genau, jetzt trittst du am besten mit der Alt-Taste, kannst du jetzt nach unten blicken und auf deine Hand, dann wirst du diese Leine sehen, Ja, vermute ich. die sehe Ah, ich auch wunderbar. ohne Alt-Taste, ja. Ah ja, wunderbar. Dann würde ich dir empfehlen, einen kleinen Schritt nach links noch zu machen. Nach links, okay. Am Ach Rad so, vorbei, genau. weil die zurückrollt. Ah, verstehe. Genau, das ist noch nicht simuliert, aber früh übt sich, ne? Okay. Und jetzt Und kann dann ich würde ich einfach sagen, ziehen. beziehungsweise einen Linksklick ausführen. Ja. Sonst hätte ich jetzt die Maus vom Tisch gezogen. Wow. Wow, ich bin Knallt gut. beeindruckt. Aber Auf jeden Fall. einen Einschlag sieht man aber jetzt als Kanonier nicht, ne? Das ist ja irgendwie auch. Definitiv nicht. Deswegen, wenn du dir mal gerade mal nach links guckst, da siehst du so eine wunderbar aufgestellte Mannschaft. Die Zusammensetzung gleich zuerst der Offizier, der einfach auch eher nebendran steht, meistens und auch das Fernglas dann draußen hat, um dann das Geschütz zu korrigieren, während die anderen vier Herrschaften nur damit beschäftigt sind, das Geschütz zu bedienen. Und ich würde dir jetzt einfach die einzelnen Schritte zeigen Ja. und sobald wir Unterstützung brauchen, holen wir dann uns die entsprechende Mannschaft mit dazu. Alles klar. Genau, so, jetzt haben wir den Rückstoß ja schon erlebt. Jetzt sollte das Ganze natürlich auch wieder zurück in Position gebracht werden. Dazu trittst du jetzt einmal an das Rad ran. Und dann müsstest du schon Push Wheel sehen Ja. können. Dann darfst du einmal die F-Taste drücken. Ja, wunderbar, da hat der Pilot noch schon mitgedacht. Jetzt schiebst du das Ganze einfach nach vorne in Position. Das passiert automatisch mit einmal drücken, ne? Nee, die W-Taste gedrückt halten, Ach dann so. schiebst du nach vorne. Ah, Und mit okay. F lässt du wieder los, wenn es dann passt, Ah, was okay, jetzt der alles Fall klar. ist. Okay, ah, Genau. ja, okay. Verstehe. So, dann gehen wir dann mal hinter an die Limbo. Dort, beziehungsweise zu Deutsch Protze. Ups, ich sollte wieder hierhin wechseln. Ja, das ist gut, da ist der Ton besser. Wow. So, das ist unsere Munition für dieses Geschütz. Wie du schon oben im Deckel sehen kannst, dort ist die sogenannte Table of Fire. Das ist im Prinzip die Entfernung und der Winkel, mit dem das Geschütz eingestellt werden muss, um entsprechende Positionen zu treffen. Wow. Ist hier einfach nur ein optischer Effekt,
Aber das ist so quasi der Hintergrund des Ganzen. Ich bin beeindruckt. Ja. Du hast hier drin drei Varianten an Munition. Mhm. Wenn du mal hingehst, kannst du quasi jedes einzelne Stück angucken. Ganz links hast du zwei Reihen Shell Shot. Mhm. Das ist im Prinzip eine große Granate gefüllt mit Schwarzpulver und einer Zündschnur, die entsprechend dann irgendwann mal explodiert und ja, einen gewissen Splitterschaden macht. Hat so die größte Reichweite. In der Mitte findest du zwei Reihen sogenannten Case Shot. Das ist ähnlich wie die Shell, nur ja, weniger Schwarzpulver und noch mehr kleine Splitter mit drin. Sehr tödlich auf mittlerer Entfernung. Und ganz rechts, ja, der sogenannte Canister, zu Deutsch auch Kartätsche, ja, verwandelt das gesamte Geschütz in eine große Schrotflinte. Verstehe. Mhm. Wir haben jetzt aktuell, wenn du mal einen Schritt zurücktrittst, dann siehst du es auch sehr schön auf der Protze draufstehen. Aktuell im Spiel ist nur das Third Inch Ordnance Rifle, wie es in weißen Lettern dort zu lesen ist. Das ist eine gezogene Kanone, also die hat einen gezogenen Lauf, weswegen sie sehr, sehr präzise ist. Mhm. Okay. Genau. Ja, was feuern wir denn jetzt? Ja, darfst du dir eigentlich so ziemlich aussuchen. Ich würde dir empfehlen, erstmal eine Case oder eine Canister, eine Case oder eine Shell zu wählen. Das andere. Canister, die schauen wir uns nachher gleich mal an, würde ich sagen. Und dann darfst du einfach F drücken, dann ziehst du das entsprechende, die entsprechende Granate raus. Jo. Weiß nicht, ob du es so ganz gut erkennst. Du siehst ja vorne auf der Nase quasi so einen weißen Fleck, eventuell, falls du es sehen kannst. Auf was für eine Nase? Auf deine Nase? Verzeihung, auf der Nase der Kugel. Ja. Beziehungsweise des Geschosses. Ich sehe es jetzt nicht mehr aktuell. Mit der Alt-Taste kannst du, glaube ich, runtergucken. Oder na so, ja, ja, jetzt sehe ich es. Okay, alles klar. Genau, das ist der Zünder. Der wurde dann entsprechend mit den Werkzeugen, die du hier links in der Protze siehst, wurde der dann entsprechend bearbeitet. Ja. Das heißt, da wurde die Zündschnur geschnitten und nach Anweisung des Offiziers, bevor es nach vorne ans Geschütz weitergegeben wurde. Aber das wird jetzt nicht simuliert. Es soll mal so weit simuliert werden. Aktuell ist es so, dass es am Geschütz dann eingestellt wird. Nachdem die Kugel eingeführt wurde, stellt man am Geschütz dann nachher ein, wie lang die Zündschnur sein soll. Das heißt, man kann auch dafür sorgen, dass die Munition in der Luft explodiert. Aha. Aber das schauen wir uns gleich mal an, würde ich sagen. Okay, ja, alles klar. Mhm. So, dann darfst du mir nach vorne folgen. Und jetzt war ich einen kleinen Tick zu schnell, denn ich habe vergessen, das Geschütz auswischen zu lassen. Aber dafür haben wir die schöne Mannschaft hier drüben. So, Private Fleischer, Sie dürfen einmal das Rohr auswischen. Jawohl. Fertig. Schon getan. Schon erledigt. Wir wollen das aber einmal sehen, bitte einmal. Wir brauchen ihn aber sowieso gleich. Du darfst einmal auf meine Seite kommen. Mhm. Und jetzt an das Rohr herantreten. Mhm. Nur von hier kannst du jetzt die Munition inserten. Das ist tatsächlich auch nur von dieser Seite möglich, weil es halt historisch nur von dieser Seite möglich war. Okay. Jetzt kannst du auf die andere Seite wieder wechseln. Jetzt guckt die vorne noch raus, ne? Mhm. Genau, die sitzt jetzt noch vorne drin. Jetzt müsstest du die Option haben, Ram Ammunition oder sowas. Genau, und jetzt nutzt du dieses hölzerne Ende deines Stabes, um sie bis nach hinten durchzudrücken. Verstehe, okay. So, soweit wird jetzt dann das Geschütz geladen, dann darfst du wieder hier hintertreten. Vorher, also den Schritt, den wir verpasst haben, war, dass es einmal geputzt wird. Genau, dass es einmal ausgewischt wird mit dem Schwammende in deinen Händen. Ah, alles klar. Okay, und das ist quasi jetzt der Stand. Und wie zielt man jetzt? Oder gibt es da nur eine Einstellung oder wie... Jetzt gehst du wieder dorthin, genau. Und jetzt guck mal ein bisschen weiter unten auf diese Schraube drauf. Sehe ich. Genau, und dann darfst du wieder F drücken. Und jetzt guckst du quasi das Kanonenrohr hinunter. Ah, okay. Kannst mit, ich glaube, dem Pfeiltasten. Was war das jetzt? Okay, die Infanterie hinter uns hat wieder auf die Ziele geschossen. Okay, alles klar. Mit den Pfeiltasten passiert nichts. Mit WASD passiert was. Mit WASD, Verzeihung.
Kannst entsprechend nach oben, nach unten zielen. Müsstest rechts unten in der Ecke, siehst du dann die Einstellungen, auf was für eine Entfernung du gerade ungefähr zielst, ja. Wie lang die Kugel fliegt, wie lang die Zündschnur ist, und auf wie viel Grad das Geschütz, also wie sehr das Rohr gerade geneigt ist. Ah, okay. Und jetzt so erfahrungsmäßig, sind diese Zielscheiben dafür die Kanonen gedacht? Ja, das ist tatsächlich dafür alles hier gedacht. Und muss man jetzt drüber zielen oder wie ist das so? Du kannst es mal ungefähr mittig drauf zielen, eher vielleicht im unteren Bereich, im unteren Drittel mal draufhalten. Wobei, das können uns eigentlich die Artilleristen genauer sagen. Ja. So, die Herrschaften. Kleine Wissensprüfung. Wie müssen wir ungefähr zielen, um das Ziel rechter Hand zu treffen? 210. Vielen Dank. Kannst mal schauen, dass du ungefähr 210 Yards einstellst. 210? Ich bin bei 1400. Okay. Ja, dann hängt jetzt, das ist aktuell so ein Magic-System, so das etwa berechnet einfach, wo ungefähr du gerade hinzielst. In dem Fall hast du zu hoch gezielt und dadurch war halt einfach kein Kontakt mehr zum Boden. Weil jetzt, also sag ich jetzt mal, rein optisch sieht es so ein bisschen so aus, als ob ich jetzt in den Acker schieße. Aber ich habe natürlich vollstes Vertrauen. Ja, ja, genau. Okay. So, wenn du jetzt noch quasi drin bist, bleib mal an dieser Ansicht. Ja, okay. Wenn du jetzt dann merkst, dass, passt das wirklich oder musst du noch irgendwie nach links oder nach rechts? Ja, das ist, ich ziele jetzt auf den rechtesten von den drei Zielscheiben. Das passt so einigermaßen. Okay. Ansonsten würdest du jetzt, während du da durchschaust, würde ein zweiter Mann hinten da anheben, die Lafette anheben und dann nach links und nach rechts schieben, was das Ganze noch mehr zu einem okay, alles klar. Teamarbeit macht. Man kann also jetzt hier mit dieser Schraube tatsächlich nur hoch und runter gewissermaßen. Genau, das links-rechts, das müsste wieder ein zweiter Mann machen, aber das kann ich dir auch zeigen. Da hast du es auch mal gesehen. Ja. Dann darfst du es einmal verlassen. Die Ansicht. Genau, und dann hier hinten siehst du diesen sogenannten Spike. Ja. Wenn du da drauf guckst, musst du relativ nah ran, ein bisschen suchen, dann müsstest du die Option dafür finden. Genau, und dann kannst du den anheben, könntest dann links-rechts drehen mit A und D. Ah, verstehe, okay, alles klar. Und dann würde es sich verstellen. Und währenddessen schaut halt jemand die Position sich an, wie gerade eben, und gibt dir Anweisungen nach links oder nach rechts. Ja, dann würde ich mal sagen, jetzt schießt mein anderer, weil dann gehe ich mal ein bisschen aus dem Rauch und gucke mal, wo die Kugel einschlägt. Das ist vielleicht auch mal interessant. Zwei wird man zollern. Sie dürfen bleiben und feuern. Bin bereit. Primed. This one ready. Peace. Ah, na. Habe ich gezielt oder habe ich gezielt? Oh, das ist aber noch nicht ganz das Bullseye. Ja, ja, okay. Das geht noch ein bisschen. Aber für den ersten Schuss ganz ordentlich. Alles klar. Okay, aber ich muss sagen, hätte ich jetzt rein optisch gezielt, hätte ich ja niemals getroffen. Richter? Ja, das sind definitiv Erfahrungswerte, die man da sammeln muss. Können wir, Richard? Aber das ist natürlich im Gefecht deutlich schwieriger, weil man jetzt hier die Erfahrung natürlich jetzt nicht hat, ne? Also, auf jeden Fall. Also hier weiß man ja, das sind 210 und sowas alles. Ja, genau. Cool. Ja, dann magst du mal einen so einen Durchlauf sehen, quasi mit einem ganzen Team, wie das ablaufen würde. Ja. Das ist, finde ich, nämlich sehr, sehr interessant. Mhm. Weil dann sieht man einfach, warum das so viele sein müssen, weil du hast ja gesehen, wir haben es relativ lang gebraucht für dich alleine, dieses Geschütz auszurichten, was auch fast gar nicht möglich ist, ganz alleine, weil du musst ja vorne durch über Kimme und Korn quasi zielen, während noch irgendjemand links, rechts machen müsste. Wir haben jetzt hier eben vier Mann. Und dann würde ich sagen, schick mir die gerade mal auf Position. Na klar. Ja. So, Koppel Richter, Sie dürfen Ihre Männer auf Position schicken. To your post, man. So, wie vorhin schon erwähnt, wir haben eben den Offizier, der halt mit dem Fernglas die Ziele bestimmt. Oh, jetzt müssen wir hier vorne gleich mal gucken, sonst verpassen wir es. Wir sind schon nämlich ganz fleißig. Der Herr Richard Shell, hat gerade eben das Rohr schon mal geputzt. Jetzt kam der Befehl, die Shell zu laden. Mhm.
Während der erste Mann schon zielt, der zweite, wie vorhin beschrieben, der dritte, Verzeihung, die richten schon mal das Geschütz aus, während jetzt die Munition nach vorne kommt. Die wird jetzt dann währenddessen schon mal eingeführt und gleich auch gestopft. Ja, der Herr, der ist jetzt nur dafür zuständig, die Munition aus der Protze immer nach vorne zu bringen, rein nach Ansage. Die zwei kümmern sich immer ums Zielen. Eine und links. Die eins vorne nur ums Putzen und Stopfen. Er wird während des Gefechts dann irgendwann mal auch durchrotiert. Aber prinzipiell ist das erstmal der Ablauf. Damit es nicht zu langweilig wird. Genau. Sollten die. Haben sie, wenn ich es richtig raus ziehen sie jetzt auf das vorderste Ziel hier vorne. Damit einfach mal dieser Prozess auch der Zielveränderung mit drin ist. Es wird geprimed, damit ist dieses Geschütz bereit. Und dann auf Befehl des Offiziers wird geschossen. Fire! Und in diesem Fall auch getroffen. Ja. Wie du vielleicht gesehen hast, es hat vorhin noch den Boden gestriffen. Das heißt, es ist so ein genannter Ricochet-Effekt. Das heißt, die Kugel springt über den Boden. Macht mehrere Aufsetzer. Das ist auch soweit schon implementiert. Aha. Ist das quasi eine Art Fehlschuss, der dann trotzdem klappt? Oder kann man das mit einkalkulieren? Oder das kann normal? Man auch mit einkalkulieren. Also gerade auch mit den Glattlaufkanonen, zum Beispiel der Napoleon, welche gerade in Entwicklung ist. Und auch zu Napoleons Zeiten tatsächlich wurde das genutzt, um möglichst viele Männer mit einer simplen Eisenkugel zu erwischen. So groß das auch klingt. Ah, okay, alles klar. Interessant, ja, faszinierend. Ja, und während wir hier jetzt ganz kurz uns unterhalten haben, Und jetzt wurde schon wieder nachgeladen. Und jetzt dieser Canister-Schuss, also die Schrotflinte quasi ausgepackt. Verstehe. Also dieser Rauchschwaden-Effekt ist schon extrem gut gemacht. Ja, auf jeden Fall. Er nimmt dann sehr, sehr schnell die Sicht. Sehr schön. Ja. Genau, das ist die Artillerie. Prima. Dann würde ich sagen, entfernen wir uns langsam wieder, damit es nicht so laut ist, wenn wir uns kurz noch weiter unterhalten. Okay. Nämlich über euch. Also sind vielleicht jetzt der ein oder andere Zuschauer interessiert geworden. Deswegen sprechen wir mal kurz über The German Volunteers. Also die Idee ist quasi, dass ihr so ein bisschen Roleplay-mäßig auch eine Einbettung habt. Also das heißt, ihr seid so eine Art Freiwilligenregiment im amerikanischen Bürgerkrieg. Oder wie war das nochmal? Die German Volunteers ist eigentlich eher ein Name für unsere Subcommunity. Das ist unser kleines Projekt. Alle Kompanien, Schrägstrich Clans, so Kompanien nennen wir halt in War of Rights die Clans, zu versammeln, damit wir einfach hier gemeinsam die deutsche Community im Spiel repräsentieren können. Und bestehen aktuell aus 5 verschiedenen Kompanien. Sowohl im Norden als auch im Süden. Deswegen ist es da schwierig, von Regiment zu sprechen. Definitiv, das ist unser Ziel, dieses Spiel, aber auch die Geschichte und die Zeit und welche Verflechtungen es zu den Deutschen oder nach Deutschland entsprechend gab, das auch so ein bisschen zu bewahren, auch so ein bisschen weiterzutragen für alle, die da dran interessiert sind, weil da es durchaus viele Verflechtungen gibt, was einen auch sehr, sehr wundern kann, durchaus. Gut, und wie, in welcher Form trefft ihr euch, kommuniziert euch? Ich weiß, ihr habt einen Teamspeak-Server, da passiert wahrscheinlich das Hauptsächliche. Gibt es darüber hinaus noch was? Genau, wir organisieren mittlerweile sehr, sehr viele oder eigentlich hauptsächlich die europäischen Events, das heißt auch andere Kompanien kommen Freitag und Samstag, das sind so unsere Haupteventzeiten, kommen dann zu uns und dann organisieren wir auf 2 bis 3 Servern die Events, die dann am Wochenende dann gemeinsam gespielt werden mit unseren Gästen. Okay. Und ich weiß, es gibt nicht nur in War of Rights Entwicklung, sondern natürlich auch bei euch in den letzten 2 Jahren. Erstmal, ich sag mal, die aktiven Zahl, hattest du vorhin so ein bisschen angedeutet, ist angestiegen. Die ist sehr, sehr gestiegen. Wir sind jetzt mittlerweile knapp 120 bis 130 aktive Spieler. Oha.
Dazu gibt es dann, also quer durch alle Einheiten, das heißt im Schnitt sind wir circa 20 bis 30 pro Einheit. Wobei auch jede Einheit, möchte ich einfach an der Stelle noch erwähnen, einen anderen Spielstil, eine andere Philosophie hat. Also wir haben hier wirklich auch eine ziemliche Vielfalt. Der eine betreibt ein bisschen mehr Roleplay, der andere ein bisschen weniger. Das heißt, man kann sich da auch wirklich das raussuchen, was am meisten liegt. Ja. Und insgesamt ist einfach dieses Spiel stark gewachsen, seitdem es jetzt endlich im Steam Early Access ist. Aber dennoch, ich sag mal, Vorsicht. Ja, alles klar. Ich hole auf, ich laufe. Okay, aber dennoch, vorsichtshalber muss man schon sagen, dass, wenn man hier mitmacht, man schon, ich sag jetzt mal ein bisschen überspitzt, Teil einer militärischen Einheit ist. Da kann nicht jeder irgendwie rumhampeln im Gefecht, sondern ihr übt schon Formation und Befehlskette und man muss sich dann schon irgendwie einordnen und seine Rolle erfüllen, oder? Ja, das Ganze findet einfach in einem gewissen organisierten Rahmen statt und unser Ziel ist es ja auch so, das Ganze, du hast vorhin den Begriff virtuelles Reenactment verwendet, das auch wirklich bis zu einem gewissen Grad zu betreiben. Wie gesagt, jeder sucht da, jede Einheit geht da mal tiefer, mal weniger tief rein, aber ja, man sollte sich hier schon einfinden können und das Ganze als bereit sein, sich da einzugliedern und das Ganze als das große Ganze, das es einfach ist, zu betrachten und daran einfach seinen Spaß zu haben. Ja, und es gibt noch eine Entwicklung. Ihr habt jetzt angefangen, dass diese einzelnen Gefechte so ein bisschen einzubetten in so eine Art Kampagne. Kannst du das kurz mal erläutern, was ihr da eigentlich macht? Ja, und zwar samstags, das ist so der Tag für diese Kampagne, ist es ja so, dass jedes Gefecht am Ende dann eine kleine Statistik ausgibt, wer zum einen natürlich, wer gewonnen hat, wer verloren hat und wie viele Verluste es pro Seite gab. Und dann war es jetzt mal halt irgendwann mal unserem Wunsch, diesen Verlusten und den Siegen und Niederlagen eine größere Bedeutung zu geben. Und dadurch entstand, also allgemein in dieser Community gab es diesen Wunsch und dadurch kam es dann, dass viele hingegangen sind und die Werkzeuge vom Tabletop-Simulator genutzt haben, um eine quasi Brettspielkampagne zu entwerfen, wo die einzelnen Kompanien sich quasi quer durch die USA bewegen und sobald sie sich halt mit dem Feind quasi treffen und strategische Punkte erobern, es zu einem Gefecht eben kommt mit dieser Einheit und ja, dadurch hat man natürlich irgendwo mehr Siegeswillen, sage ich mal, und achtet auch ein bisschen mehr noch auf seine Tickets, weil alles, was wir quasi hier in War of Rights dann am Abend verlieren an Männern oder die Schlacht, verlieren wir dann quasi auch in dieser Brettspielkampagne. Ja, das ist, finde ich, eine super coole Idee und das gucken wir uns nämlich in einem anderen Video auch nochmal ganz genau an, also im Tabletop-Simulator. Wer sich dafür interessiert, der sollte auf jeden Fall sich das Video nochmal anschauen. Jetzt zum Schluss. Wenn jetzt jemand Lust bekommt, bei euch mitzumachen, was muss er tun? Was muss er tun? Ich würde sagen, das Einfachste wäre es, auf unsere Webseite zu gehen, thegermanvolunteers.com. Dort sind alle unsere Teamprofile der einzelnen Einheiten verlinkt. Das heißt, ihr könnt dort einfach entweder im Forum selber eine Nachricht hinterlassen, ihr könnt aber auch uns auf Steam adden und uns einfach mitteilen, dass ihr daran Interesse habt und dann bringen wir alles weitere auf den Weg. Alternativ auf Steam selber gibt es einige Guides von uns zum Thema War of Rights, wo die einzelnen Einheiten Werbung für sich machen. Dort könnt ihr euch zum Beispiel auch melden. Aber der sicherste Weg, würde ich sagen, ist definitiv über das Forum. Alles klar. Ich packe den Link dorthin auch in die Videobeschreibung. Da könnt ihr dann gleich euch reinklicken. Ja, dann würde ich mal sagen, beenden wir dann jetzt diesen Spaziergang mitten im Regen. Ich hoffe, der Regen ist jetzt nicht so laut, dass er unser Gespräch überlagert. Ja, und ansonsten geht es noch weiter mit War of Rights hier auf dem Kanal. Wie gesagt, es gibt ein Video, wo wir diese Kampagne im Tabletop-Simulator vorstellen und dann wird es auch noch zwei Gefechtsvideos gehen und geben, wo ich dann natürlich mal genau mir anschauen will, wie das dann aussieht mit der Artillerie im Gefecht.
An dieser Stelle danke ich dann schon mal Captain Paul Frank für die gewohnt souveräne Art und Weise, hier mir das alles zu zeigen, und freue mich schon auf die Gefechte und alles Weitere. Vielen Dank. Sehr gerne.